Hallihallo, ihr Lieben. Sag auch hallo. Hallo. Heute wieder ein Spontan-Video und wieder ein Unboxing-Video. Und zwar habe ich ja schon ein Windel-Erfahrungs-Video gemacht. Das werde ich euch auch gleich in der Infokarte einblenden. Also seht ihr dann oben. Genau, und da zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Video gedreht habe, habe ich die Lilly-Du-Windel noch nicht ausprobiert. Und das habe ich jetzt getan. Also ich hatte einmal so eine Probepackung, die hat mir meine Schwester mitgebracht für Hanna in Größe 3. Und hatte jetzt vor 6 Wochen mein erstes Paket bekommen für Dominik, Größe 5. Davon habe ich auch noch ganz viele, die brauche ich ja jetzt nicht mehr, weil Dominik keine Windel mehr außer mal eine Schlupfwindel benötigt. Die hebe ich jetzt einfach auf für Hanna dann. Und dieses Abo konnte ich aber umwandeln in Größe 3. Das heißt, ich habe jetzt heute eine Kiste von Lilly-Du bekommen für Hanna. Die werde ich gleich mit euch auspacken. Und Dominik ist auch dabei. Hanna schläft gerade. Ich hoffe, sie hält es jetzt durch. Ja, wie gesagt, das machen wir jetzt. Und ich wollte euch dann auch ganz kurz erzählen, wie ich so die Lilly-Du-Windeln finde. Da habe ich im Hintergrund die Wäsche. Das wollte ich jetzt auch nicht so unbedingt. ja. Also ich würde sagen, die Lilly-Du-Windeln sind schon vergleichbar mit Pampers, also von der Qualität. Also sie halten nachts dicht und auch lange dicht. Was ist, Dominik? Das nimmt auf. Das nimmt auf, ja. Ja, genau, wie gesagt, hält auch lange dicht. Ich hatte bei Dominik auch die Feuchttücher mitbestellt. Ich finde die Feuchttücher super. Die sind richtig schön fest, wie die von Pampers, fast noch fester, würde ich sagen. Das einzigste Manko, was ich finde, dass sie ein bisschen sehr aneinander kleben. Deswegen habe ich es auch jetzt diesmal nicht mehr mitbestellt, weil der Jürgen auch ein bisschen gemotzt hat. Ich kriege die immer nicht auseinander. Und ja, deswegen habe ich sie halt jetzt nicht mehr dazu bestellt, sondern nur die Windeln. Und zwar habe ich da jetzt so ein Abo, wo ich bei den ersten 3 Abos 15 Euro spare. Und dann sind sie günstiger als die Pampers sogar, die ich bei Amazon ja sonst bestelle. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich die jetzt auch nochmal. Genau. Und ja, ich packe jetzt mit euch die Kiste mal aus. Denn das ist nämlich auch ein kleines Highlight. So, also das ist jetzt die Kiste. Und erstens mal braucht man dafür kein Messer, denn man kann die aufreißen. Jetzt muss ich gerade nur mal gucken, hier oben ist der Aufreißer. Schwupps, auf ist er. Und dann steht hier so ein süßer Text. Wir können euch das Windelwechsel nicht abnehmen, nur dafür sorgen, dass sich jeder darum reißt. Süß, oder? Ist doch ein, also das ist mit so viel Liebe gemacht, dieser Karton. Also, Feuchttücher auch da. Ja, genau, da sind Feuchttücher drin, warum auch immer. Dummi, zeig mal her. Gib mal. Da sind jetzt 2 Packungen A15 Feuchttücher drin. Sind cool für die Wickeltasche, da wir ja nächste Woche im Freizeitpark unterwegs sind. Eine kleine Sorte, die nehme ich mit. Die kann man ja auch gut mal so, um mal Hände abzuputzen oder so nehmen. Warum die jetzt da drin sind. Ah, und ich habe hier Windel Number 2. Dumi, lass mal bitte drin. Die Mama muss gucken, was da alles drin ist. 3 bis 6 Kilo. Ja, Hanna hat jetzt leider schon mehr als 6 Kilo. Steffi, du kannst dich freuen. Du kriegst Lilly Du Windel Number 2. Zeig mal, was Dominik. Mama packt das aus. Mama muss doch gucken. Oh, und 10-mal extra weiche Wickelunterlagen. Wie cool ist denn das, bitte? Also, das ist jetzt echt cool. Ich weiß nicht. Also, ich habe zwar gelesen, dass es da irgendwie ab der so und so vielen Bestellung, da gibt es immer irgendwie was dazu. Aber das ist jetzt schon bei der zweiten. Also, es ist jetzt das zweite Mal, dass wir die kriegen. Schon was dazu gibt. Das ist ja echt cool. Also hier diese Wickelunterlagen, die werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren, wenn wir jetzt im Freizeitpark sind. Das ist ja dann echt praktisch.
Dann brauche ich diese Tücher, die ich ja dann wasche, nicht mitnehmen. Die hier kann man ja dann wegschmeißen. Cool. Aber ja, die Number 2 Windeln kann ich jetzt natürlich nicht mehr gebrauchen. Also das ist, die zwei Windeln vom Pampers sind schon knapp und die Lilly-Dusen. Also was ich jetzt nicht feststellen konnte, sollen die wohl ein bisschen kleiner ausfallen. Gut, ich bin jetzt im Moment bei Pampers bei Nummer 2 und ich hatte jetzt von Lilly-Du die Dreier und habe auch die Dreier jetzt wieder bestellt. Genau. Und die sind auf jeden Fall größer als die Zweier Pampers. Aber ob die jetzt größer sind als die Dreier Pampers oder kleiner, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ja, also hier, das ist jetzt, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ja, da sind so bunte Punkte drauf. Die habe ich bei Dominik auch gehabt, gespatzelt. Und dann, und hier ist jetzt noch so ein Zettelchen. Könnt ihr ja bestimmt lesen. Freunde einladen und gratis wickeln. 10 Euro Rabatt für dich und deine Freunde. Ja, cool. Also das finde ich echt toll. Und dann ist hier, das hatte ich bei Dominik schon, tag us on Instagram. Das ist ein richtiges Foto. Das ist echt, ja. Genau, dann haben wir einmal die Pusteblumen, sag ich immer. Die Pusteblumenwindeln, so wie ja auch das Logo ist von Lilly-Du mit diesen Pusteblumen. Nur halt, dass nur diese Fliege, die Samen halt sind. Und dann ist hier noch die, die hatte ich jetzt bei Dominik nicht, da steht, kann man jetzt nicht so gut sehen, das sind so grüne, wo geht das denn auf hier? Da steht was mit Babys drauf, ich mach's mal gerade auf. Wackel, wackel, entschuldigt, ich habe leider immer noch nicht das neue Stativ und das hier kann ich leider nicht mehr irgendwo hinstellen, weil mir ja die zwei Arme fehlen. Ah, zack, zack, zack. So sieht sie aus. Süß, ne? Da steht halt drauf Babys. Und Lilly-Du steht da drauf. Ja, total schön. Also ich finde die süß, ne? Also ich bestelle die jetzt nicht, weil die schön aussehen, weil die sieht ja eigentlich kein Mensch. Aber die waren jetzt echt super günstig und die riechen wirklich nicht. Also das ist echt super. Und ja. Ja, und hier ist dann nochmal, da ist dann halt so ein Retourenschein immer dabei, klar, ne? Ja. Ja. Das war unser Unboxing der Lilly-Du. Ah, ihr könnt jetzt nochmal, achso, habe ich noch nicht gezeigt. Moment, Dominik. Da steht jetzt nochmal vielen Dank, Mädchen. Hör bitte auf, hier zu knatschen. Du kannst ihn doch haben. Und halt überall die Pusteblumen, total schön, ne? Ja, also Lilly-Du. Windeln kann ich also auch empfehlen, das wollte ich euch damit sagen und euch einmal die Kiste zeigen, das ist ein Erlebnis. Also beim ersten Mal habe ich ausgepackt und habe gedacht, ja, okay, ist ja eine coole Idee irgendwie. Das kostet ja auch nicht mal eben wenig Geld, sowas zu machen. Ja, dann wollte ich euch noch einen kurzen Bericht nochmal gerade dann sagen, wenn ich euch schon dran habe. Und zwar, Dominik war ja heute den zweiten Tag im Kindergarten und auch heute hat das sehr gut geklappt mit dem Toilettengehen. Also ich denke, wenn wir jetzt aus dem Urlaub dann wieder zurück sind, dann werde ich es auch direkt wagen, ihm keine Schlupfwindeln, weil zurzeit habe ich ihm Schlupfwindeln im Kindergarten anzuziehen, weil es ist nichts in der Windel drin und er geht auf Toilette und ich bin so stolz auf meinen Jungen. Und er spielt gerade Kasse mit Windeln. Er kauft Windeln ein und zieht die über die Kasse. Er liebt Kasse spielen. Also ich glaube, er wird irgendwann mal noch eine Kasse bekommen zu Weihnachten oder so. Ja. Gut. Ja, das war's eigentlich von uns heute. Ich werde das Video auch heute noch online stellen. Es ist ja nur ein kleines Video. Genau. Und ja, ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr so meine Unboxing-Videos findet oder ob ihr die gut findet, langweilig findet. Ob ihr auch Erfahrungen mit Lilly-Du-Windeln gemacht habt oder auch gerne nochmal so eure Erfahrungen allgemein mit Windeln. Das würde mich freuen. Und hinterlasst mir doch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und schaut beim nächsten Video auch wieder rein, ihr Lieben. Ich sag tschüss.